Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Follow Me Around Video. Wieso starte ich das Video jetzt um diese Uhrzeit? Wir haben jetzt... Warte, wie viel Uhr haben wir? Ich gucke mal. Wir haben gerade 20.48 Uhr. Ich habe immer noch keinen Feierabend. Ich sitze immer noch nicht auf der Couch. Warum nicht? Ich habe ein paar Sachen von Chicare bekommen. Die möchte ich euch unbedingt auch zeigen, bevor ich die Wäsche mache. Weil immer, wenn ich Klamotten zugeschickt bekomme, tue ich sie in eine Ecke. Und bevor ich sie halt im Alltag auch so anziehen kann, müssen sie ja gewaschen werden. Aber bevor ich sie wasche, möchte ich sie abfilmen. Weil wenn sie dann mit den anderen Sachen gemischt werden und gewaschen werden, dann sind sie halt weg vom Auge und aus dem Sinn und ich bekomme sie dann nicht mehr so zusammen. Deshalb zeige ich sie euch jetzt. Heute sehe ich so ein bisschen komisch aus. Ich habe mich drüber geschminkt, weil ich war auf der Arbeit, da bin ich nach Hause, habe Haushalt gemacht, habe mich nochmal neu drüber geschminkt. Und wenn man so drüber schminkt, sieht das so ein bisschen komisch aus mit dem Concealer. Aber egal, jetzt geht es um die Klamotten, ich zeige sie euch mal. Ich zeige euch jetzt ein paar Teile von Chicare. Zum Beispiel das Oberteil hier. Wirklich mega schön. Es hat halt so gepunktete Details noch. Und dann ist es so viereckig geschnitten und hat hier so ganz leichte Plüschchen noch. Also es ist so ein bisschen mit einem kleinen Push-up. Aber nicht so viel, dass es blöd aussieht. Ich habe nämlich so ziemlich breite Schultern für eine Frau. Weil ich früher im Schwimmkurs war und so weiter, haben sich meine Schultern gut ausgebildet. Deshalb ziehe ich sowas eigentlich sehr selten an. Aber bei so ein bisschen ist das eigentlich kein Problem. Ich finde das Oberteil so süß. Kann man bei warmem Wetter anziehen. Kann man anziehen, wenn es so ein bisschen kälter ist mit so dicken Hosen. Und weiß passt sowieso zu allem. Hier ist es nochmal so schön gebunden und sieht dadurch so ein bisschen taillierter aus. Vielleicht könnt ihr euch an diesen Rock hier erinnern. Damit hatte ich schon ein Foto gepostet und in den Stories wurde oft danach gefragt. Dieser Rock ist so schön geschnitten und hat auch so einen qualitativen Stoff. Deshalb habe ich mir den in Schwarz nochmal bestellt. Schaut mal, so sieht der aus. Der ist halt hier an der Taille so schön eng und geht dann in so eine A-Linie nach unten und ist dann so ein bisschen... bisschen fluffig hier unten. Das ist der Rock in Weiß. Es sieht so hochwertig aus durch diesen Satin-Effekt. Sieht das wirklich so schön aus. Nur bei dem weißen Rock müsst ihr einen Unterrock drunter anziehen, weil man auf jeden Fall durchsieht. Ich muss mal gucken. Ich habe gehört, bei C&A gibt es gute Unterröcke und Unterkleider. Da wollte ich schon so lange hin, habe es aber immer noch nicht geschafft. Falls ich es schaffen sollte, werde ich euch berichten, weil ich brauche wirklich so gute Unterröcke, die nicht so sichtbar sind. Ich möchte, dass die Sachen, die ich anziehe, trotzdem noch in dem Schnitt bleiben, wie sie sind. Aber es soll halt so ein Stück Stoff unten drunter sein, dass man nicht durchsehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte halt nicht, dass diese A-Linie verschwindet, wenn ich noch einen Rock drunter trage. Ignoriert bitte meine lila Flecken an den Beinen. Ich habe immer lila Flecken. Dann habe ich das Oberteil noch von Chicare. Das ist so süß. Ich habe das jetzt mal mit dem weißen Rock angezogen. Sieht jetzt nicht so süß aus, wie ich gedacht habe. Ich denke, ich muss eine Hose drunter anziehen oder ich kann das vielleicht mit einem engen Rock kombinieren. Das ist auch so süß geschnitten. Es ist so ein Sommerstoff, womit ihr auf jeden Fall nicht schwitzt. Wie nennen die sich nochmal? Falls ich darauf komme, werde ich es hier reinschreiben. Das ist halt so ein Stoff, wie die Sommeranzüge von den Männern immer sind. Wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wirklich sehr süß geschnitten. Und dann habe ich das Kleid hier noch. Schaut mal, wie süß. Es ist fluffig genug, damit es einem nicht zu warm wird, aber auch geschlossen und lang genug, dass es halt nicht zu kalt wird. Ich denke, das ist wirklich perfekt für das Wetter jetzt. So süß geschnitten und stellt es euch gewaschen und gebügelt vor, dann sieht es bestimmt so ein bisschen Marilyn Monroe-mäßig aus. Dann habe ich noch einen Body, zeige ich euch mal so, nicht angezogen. Er sieht so aus in einem sehr schönen Erdton, beziehungsweise so
Hautfarben eigentlich. Das Schöne an diesem Body ist erstmal so ein mega toller qualitativer Stoff und außerdem der Schnitt ist an den Seiten so tief geschnitten und dadurch sieht es halt natürlich etwas interessanter und mehr sexy aus und es glänzt halt so ein wenig. Ich finde den Stoff wirklich sehr schön. Es wirkt so qualitativ. Ich finde, sowas kann man so gut kombinieren, einfach mit irgendeiner Hose und dann hohe Schuhe dazu und dann seid ihr schon fertig für den Abend. Wirklich sehr schick. Kann ich mir mit offenen Haaren vorstellen. Kann ich mir mit einem Dutt vorstellen. Finde ich sehr schön. Ich glaube, ich brauche noch andere Farben von dem Body. Ich habe einen 20% Rabattcode für euch. Schreibe ich euch mal hier rein. Ab heute 5 Tage gültig. Ich finde, Chiquelle hat immer so außergewöhnliche Sachen. Und auch so schöne Qualität. Ich finde, die haben so sexy und süß gemischt in allem, was die verkaufen. Finde ich, findet man diese sexy Seite, aber auch die süße Seite von der Frau wieder. Und solche Sachen gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Viel Spaß beim Stöbern bei Chiquelle. Ich werde jetzt eine Wäsche anschmeißen und dann werde ich mich so gut fühlen, weil es sich so ein bisschen was angesammelt hat. Besonders, weil ich jetzt ein Shein-Haul gedreht habe und ein Chiquelle-Haul. Die Sachen waren, wie gesagt, die ganze Zeit in der Ecke und haben darauf gewartet, abgedreht zu werden. Dadurch natürlich auch Wäsche, weil ich muss immer alles, was ich kaufe, erstmal waschen, bevor ich es anziehe. Die Sachen werden ja in Fabriken hergestellt und kommen natürlich nicht so sauber an. Deshalb werde ich sie alle erstmal waschen und dann kochen. Wer von euch ist eigentlich Team Koriander? Weil viele Leute sagen ja, Koriander würde nach Seife schmecken, aber ich finde, es schmeckt halt nach Koriander. Und Petersilie mag ich auch sehr gerne. Wenn ich so auf den ersten Blick drauf schaue, dann kann ich sie nicht unterscheiden. Ich gucke mal, wie sie riechen und dann weiß ich sofort, ob hier Mr. Petersilie ist oder Mr. Koriander. Ich muss immer erstmal dran riechen. Und ich liebe es, beim Türken einzukaufen. Schaut mal, ich habe so einen riesen Bund bekommen. Und vorher habe ich Koriander oder Petersilie bei Hit gekauft. Und da bekommt man ja wirklich so für 3 Euro so ein paar Stängel. Das war's. Und beim Türken bekommt ihr für ca. 2 Euro so einen riesen Bund. Ich habe nämlich eine Gemüsesuppe gemacht. Schaut mal, oh, so lecker. Das sieht schon so gut aus. Und da werde ich Koriander drauf machen. Und für Timo, falls er möchte, kann er natürlich mitessen. Aber er wird wahrscheinlich hier Hackfleisch essen mit Ei und Reis und alles, was er sonst halt auch immer isst. Für mich gibt es dann Suppe mit Koriander. Die hatte ich schon immer ein bisschen. Das war der Job, schätze ich. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tag. Ich habe jetzt Feierabend und bin auf dem Weg zu meiner Steuerberaterin und muss die Steuer für 2018 abgeben. Und dann geht's zu meiner Mama. Das ging schnell, zum Glück. Jetzt bin ich auf dem Weg zu meiner Mama, werde sie kurz besuchen. Schluss in 3 statt 4 Jahren gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die anderen das machen, draußen die ganze Zeit zu vloggen. Da kommen so viele Menschen, das ist mir dann voll unangenehm. Die denken sich dann bestimmt, was macht die da mit der Kamera? Ach, ich muss mich dran gewöhnen. Das, was ihr eben gehört habt, war ein Hörbuch. Im Moment höre ich voll gerne Hörbücher, wenn ich unterwegs bin, über die App BookBeat. Ich habe auch gesehen, dass ein paar Blogger die App gezeigt haben. Ich habe jetzt keine Kooperation mit denen, aber habe die App schon seit über 3 Monaten oder so und habe in der Zeit schon so viele Hörbücher abgehört, weil ich es so schön finde, nebenbei immer irgendetwas zu hören, entweder Dinge, wobei man was lernt oder einfach Bücher, die man halt nicht lesen kann in der Zeit, wo man die Spülmaschine ausräumt, in der Zeit, wo man Auto fährt zum Beispiel, kann man ja nicht lesen und in der Zeit kann man Hörbücher hören. Finde ich voll cool. Falls ihr Tipps für mich habt, falls ihr auch Hörbücher hört und Bücher habt, die euch Spaß machen, die ihr gerne hört, wenn ihr Auto fährt oder Haushalt macht, dann schreibt es mir unten rein, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen Hörbüchern, nach neuen Stories. Ich höre sehr gerne Dinge, die so die menschliche Psyche betreffen
oder auch einfach nur irgendwelche Liebesstories, finde ich auch voll interessant. So zwischendurch zum Abschalten kann man sowas nebenbei hören, finde ich sehr cool. Falls ihr da Tipps für mich habt, dann immer her damit. Jetzt fahre ich mal los zu meiner Mama. Ich stehe gerade voll im Stau. Oh Mann, habt ihr das Problem auch? Müsst ihr auch für die Arbeit weiter wegfahren? Steht ihr dann auch so im Stau? Ich glaube, das ist das, was mich so am Tag am meisten nervt, im Stau zu stehen. So, ich bin endlich angekommen. Wie schön die Sonne hier scheint. Ich habe hier so ein paar Klamotten für meine Schwester, weil ich so ein paar Dinge zugeschickt bekommen habe und natürlich auch immer jedes Mal mit ihr teile. Ich hoffe, die Sachen gefallen ihr. Die Nachbarshunde sind hier so krass. Die machen mir immer Angst. Hey? Here, that's for you. Okay. Was isst du da? Manjar. Das georgisches Essen. So lecker. Grünkohl mit Mais und so weiter. Und mit dann Bohnen. Noch Maisbrot und Bohnen. Es sieht nicht so appetitlich aus, aber es ist das Leckerste überhaupt. Georgisches Essen ist echt lecker. So lecker. Die packt ihre Klamotten aus. Wann bist du da? 19. 19 Uhr. Aber nicht hier unten, sondern oben aus der Dusche raus. Um 19 Uhr aus der Dusche raus. Ich leihe mir jetzt Mamas Bügeleisen aus. Habe mir online schon ein Bügeleisen ausgesucht. Aber der Timo zieht jetzt jeden Tag Hemden an, deshalb muss ich so viel bügeln. Und mit unserem Bügeleisen geht das nicht so gut. Hab das, was ich ausgesucht hatte, vom Papa checken lassen. Weil das sind so die Probleme, die man hat, wenn man gerade frisch verheiratet ist. Muss man Papa checken lassen, ob das überhaupt geht, was man kaufen möchte. Mama guckt mir gerade zu, aber will nicht gesehen werden. Auf jeden Fall habe ich ein Go von Papa. Werde mir ein Bügeleisen heute online bestellen. Zeige ich euch nachher auch mal. Mal gucken, wenn das ankommt, ob das genauso ist wie das von Mama, weil das von Mama ist richtig gut. Macht aber kein Auge, okay? Weil sie braucht es. So, ich baue jetzt gleich hier meine Bügelstation auf, denn hier ist der Fernseher. Da werde ich mir gleich irgendeinen Film anmachen. Das hier habe ich zu bügeln und außerdem da noch ein paar Kleidchen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Kleiderbügel. Aber mal schauen, das da und das da, das ist so ein Bergchen mit ganz vielen Hemden. Also so von der Menge her sieht es ja nicht viel aus, aber wenn das alles fast nur Hemden sind, dann ist es auf jeden Fall viel. Deshalb wollte ich unbedingt Mamas Bügeleisen mitnehmen. Ich mache da jetzt Wasser rein, lasse das Ganze schön warm werden. In der Zeit bestelle ich mir mein Bügeleisen. Und natürlich wieder Tee. Ich bin wirklich so süchtig nach diesem Pfirsichtee. Nennt sich mediterraner Pfirsich von Teekanne. Wirklich mega, mega lecker. Das sind so ungefähr anderthalb Blätter. Da mache ich zwei Pfirsich rein und einmal so einen basischen Tee. So für die Gesundheit, basisch und vital. Lass das Ganze schön einziehen und mache es dann gleich raus. Wirklich so lecker. Das hier habe ich schon geschafft. Meine Sachen sind schon im Schrank und das muss noch gemacht werden. Aber das Wasser ist gerade leer und hier läuft Netflix. Die bekommen alle Babys. Sind Sie bereit? Bitteschön. Der zweite Teil ist auch schon fertig. Von dem, was ihr gesehen habt, habe ich nochmal doppelt so viel gemacht. Und das ist das schönste Gefühl. Einfach aus und fertig.